Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute mal auf Hirschfelden unterwegs, weil ich an der Gänse-Competition teilnehmen werde, wo es darum geht, das höchste Durchschnittsgewicht auf den ersten 5 erlegten Gänsen zu erreichen. Ja, also ich guck mal, ob mir da gleich irgendwas zu einfällt, was nicht nur auf Zufall basiert. Vielleicht lasse ich sie erst landen und werde sie mir per Fernglas angucken und dann nur die vermeintlich schwereren schießen, auch wenn natürlich die Spotting-Skills bei mir jetzt nicht so hoch sind auf Guns. Aber das erscheint mir die beste Idee zu sein, die ich im Moment habe, weil ich glaube, man muss sie nicht mal in die Luft schießen. Ich weiß gar nicht, ob die vom Boden aus zählen. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn wir, spätestens wenn wir 5 Gänse erlegt haben. Ja, deshalb heute kein Rentiervideo. Ich habe da jetzt auch, ich glaube, 6 Rentiervideos draußen. Wenn ihr noch mehr Rentiervideos sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's mir woanders. Macht's irgendwie bemerkbar. Dann gibt's natürlich welche, wenn ihr noch Ideen habt zu irgendwelchen Rentiervideos, schreibt's mir auch. Ich glaube, ich habe schon relativ viel davon gezeigt, verschiedene Taktiken, verschiedene Tageszeiten. Ja, also ich kann natürlich noch irgendwas wiederholen, wenn ihr nochmal was sehen wollt. Aber ansonsten werde ich mich jetzt erstmal mit der Gänse-Competition beschäftigen. Das wird ja jetzt wahrscheinlich so lange dauern, 5 Gänse zu erlegen. Also, denke ich mal, das wird diese Folge hier gehen. Das sind ja eh nur die ersten 5, die zählen, danach ist sowieso vorbei. Und deshalb mache ich mich jetzt mal auf den Weg zu meinem Tarnzelt, das noch auf dem Feld steht, mit den Gänseattrappen. Und dann gucke ich mal, wann die ersten Gänse kommen. Und dann hole ich euch dazu. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich bin gerade hier angekommen. An meinem Zelt. Und jetzt landen hier schon die ersten Gänse. Kommen wir angeflogen. 2, 4, 6 Stück. Ich werde mal gucken, ob ich die hier irgendwo in der Nähe zur Landung bewegen kann. Damit ich mir die angucken kann. Ich hoffe mal, die fliehen jetzt nicht einfach hier so schnell. Dann gucke ich mir die mal an. Die hat, boah, das dauert immer so lange, ja, 4,6 bis 7,3. Wundert mich ehrlich gesagt, dass ich das Gewicht schon sehe. Die hat bis 9 Kilo. Die müssen wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Die hat auch bis 7,4. Die hat bis 6,8, das ist mit Sicherheit die kleinste. Na, ich werde auf die anderen dann einfach nicht mit draufhalten. Ich werde nur... Ja, okay, auf die könnte ich eventuell mit draufhalten. Jetzt 8,7 als Maximalgewicht. Und die 5,7, jetzt darf ich die natürlich nicht verwechseln. Jetzt muss ich die 9er ganz wiederfinden und dann hoffen, dass ich die andere triff. Das ist nicht die 9er Gans. Welche ist die 9er Gans? Ich glaube, die da. Ah, das muss ein bisschen schneller jetzt gehen. Ja. Dann werde ich die mal ins Visier nehmen. Ja, hervorragende Schießen wieder. So, haben wir die auch noch erwischt. Die anderen, dass sie fliegen, die erschienen mir nicht so groß. Auch wenn das natürlich nicht so genau ist. Also haben wir schon mal 2 Stück. Kommen noch welche oder sind das noch die alten, die wegfliegen? Ah, da flog noch eine. Ja, dann gehen wir die mal eben einsammeln und gucken, ob unser Gewichtsradar hier so genau ist, wie wir es uns erhoffen. Wenn die natürlich 9 Kilo hat, dann herzlichen Glückwunsch.
Aber ich habe eher die Befürchtung, dass es nicht der Fall sein wird. Und ich höre schon wieder andere Gänse kommen. Jetzt bin ich natürlich hier zu langsam beim Einsammeln. 8,2 Kilo, das ist schon mal sehr gut für die erste Gans, würde ich sagen. Jetzt kriege ich die. Ah, hier fliegen sie. Zwei Stück, ja gut, die lasse ich jetzt erstmal ziehen. 8,2, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden für die erste Gans. Ja, ich glaube, Platz 1 ist momentan bei 7100. Da liege ich mit über 8 schon mal gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, was die hier noch hat. Die lag ja auch im oberen Bereich, was mir angezeigt wurde. Auch nochmal 7,8 obendrauf. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben im Moment circa ein Durchschnittsgewicht von 8 Kilo bei zwei Gänsen. Und irgendwo läuft hier noch eine rum. Ich wusste gar nicht, dass man die Calls tracken kann. Aber wir verziehen uns erstmal wieder unser Zelt hier. Warten, bis die nächsten Gänse kommen. Drei Stück fehlen uns noch. Sofern die auf dem Boden gezählt hat. Das werde ich jetzt erst rausfinden, wenn ich letztendlich die fünf voll habe. Und wenn sich hier Gänse blicken lassen, seid ihr wieder mit dabei. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder, Leute. Wie ihr sehen könnt, kommen die nächsten fünf Gänse. Ja, ich habe gerade bis gleich gesagt gehabt. Da waren sie schon am Callen. Also das ging jetzt relativ zügig. Jetzt gucken wir mal, dass wir die wieder zum Landen bekommen. Ja, da habe ich schon eine gespottet gehabt, aber jetzt habe ich nicht genau gesehen, wie viel die hatte. Ja, gucken wir uns die mal alle durch das Fernglas an. Ah, die eine ist hier natürlich sehr nah gelandet. 5,9 ist eine kleine. Die wollen wir nicht. Die hat wieder bis 9. Also die werde ich auf jeden Fall erlegen. Die hat bis 7,5. Das ist mir zu klein. 6,8. Da hinten ist noch eine gelandet. Wenn nicht, werde ich nur die Neuner Gans rausnehmen. Da ist noch eine Neuner Gans, also zwei Neuner Gänse. Ja, jetzt gucke ich mal, welche das hier war. Dann versuche ich die zu erlegen und dann links rüber zu schwenken auf die andere. Bin ich gespannt, ob das hinhaut. Ja, ich sollte voll laden. So. Ja, perfekt. Die haben wir beide erwischt. Der erste Schuss auf die zweite Gans, der geht mir immer daneben. Was da los ist, ich weiß es nicht. Ist einfach schlecht geschossen von mir, aber soll mir recht sein, solange ich drei Schüsse habe und ihn beim dritten treffe. Gucken wir mal, ob die Neuner-Angaben wieder einigermaßen zutreffend waren und das wieder hohe Score-Punkte bringt. Ja, 7 nur. Okay. Das ist schade, aber es reicht noch. Ja, da ziehen schon wieder zwei Gänse. Ah, da kommt ein ganzer Schwarm an, verdammt. Vielleicht kriegst du noch runter. Ich mache mich erstmal hier wieder vom Acker, der Schwamm ist auf jeden Fall groß. Gucken wir mal, ob wir noch welche rauslösen können. Aber ich glaube, die ziehen jetzt vorbei. Call einfach mal fleißig.
Manchmal lösen sie sich aus ganz spät raus, auch wenn man sie fast nicht mehr sieht. Ah, den Schwamm hätte ich natürlich gerne von Anfang an erwischt. Aber wer weiß, ob die sich da rausgelöst hätten. Sieht nicht so aus, als wenn die jetzt landen. Aber vielleicht kommen sie ja später nochmal wieder. Ich werde jetzt erstmal die ganze da hinten holen gehen. Hoffen, dass ich jetzt nicht wieder von einem anderen Schwein überrascht werde. Ja, wir haben jetzt 8,2, 7,8 und 7,0. Gucken wir mal, was die noch bringt. Vielleicht noch mal eine Achter. Das wäre wunderbar. So, da sind wir auch schon. Ja, tatsächlich 8,3. Ja, das ist noch mal richtig eine dicke Gans. Also 2 über 8 bei 4 geschossenen Gänsen, 50% Quote. Nicht schlecht, würde ich sagen. Da kommen aber die nächsten Gänse. Ich wollte jetzt übrigens noch hier ein Foto machen. Die werden wir dann wahrscheinlich wieder verpassen, weil die. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich nicht im Zelt bin, dann kommen die eh nicht runter. Und wenn, dann sehen sie mich zu früh und ziehen wieder davon. Also landen ist dann sowieso schwer. Auch ein relativ groß. Jetzt landen die auch noch so ein Mist. Na, ich bin so weit weg. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch hinbekomme rechtzeitig. Und da rechtzeitig zurück ins Zelt kommen. Aber das sieht schon tatsächlich danach aus, als wenn die mich gesehen hätten und davon fliegen. Ja, schade, das waren nochmal 2, 4, 6 Gänse. Also da wäre vielleicht nochmal eine dabei gewesen. Uns fehlt ja hoffentlich nur noch eine. Also die zweite war auf jeden Fall gerade in der Luft. Ich habe jetzt gar nicht auf die Score-Anzeige geguckt, ob die wirklich in der Luft gewertet wurde. Aber müsste. Werden wir gleich sehen, wenn die nächsten Gänse kommen. Und bis dahin werde ich mal ein bisschen weiter warten. Und wenn ich was zu sehen bekomme, hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und hier ist richtig was los. Ja, der ganze Schwarm Gänse hier kam jetzt runter. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mich gerade nochmal schlau gelesen. Ich habe es gerade leider überlesen. Nur die aus den Luft geschossenen Gänse zählen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Das heißt, unsere erste Gans zählt nicht mit 8,2. Andererseits zählt die mit 7 auch nicht. Ja, also haben wir eine mit 8,3 und eine mit 7,8. Das ist ja auch noch ganz ordentlich. Denke ich mal so. Ja, ein bisschen schade jetzt, dass wir die erste Gans nicht in der Wertung drin haben. Aber dadurch, dass die 7 da rausfällt, ist es nicht ganz so schlimm, als wenn die beiden hohen rausgefallen wären. Und dann gucken wir mal, ob hier jetzt noch was dabei ist. Den ganzen Schwamm haben wir hier runterbekommen. Ah, jetzt geht die natürlich genau dahinter. Bleib hier. Ne, die ist zu klein. Da hinten, jetzt spottet er die. Okay. 8,4 bis jetzt die größte. Gucken wir mal, was hier noch so dabei ist. 7,3. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass die anderen so schnell an mich ranlaufen, dass die flüchten. Weil jetzt habe ich hier doch schon ganz schön viele zu spotten. Und ja, ich glaube, keine wirklich große dabei, also keine Neuner. Eine habe ich, glaube ich, vergessen, aber frage mich jetzt nicht welche. Das war die, die zu weit weg war noch. Die rennt noch da hinten rum. Ja, und das war, glaube ich, auch die dickste, die da. Ne, das war nicht die dickste. Welche war denn jetzt die dickste? Ja, jetzt fliegen sie natürlich auch schon. Ne, das war sie auch nicht.
Ja, weiß ich nicht, welche das jetzt war. Da hinten steht noch eine. Die haben sie hier vergessen. Gucken wir mal, was die noch bringt. 5,2. Ne, die ist auch zu klein. Hier vorne sind noch welche. Vielleicht da noch eine 6,6. Und die letzte 8,4. Ja, okay, 8,4 war die eine auch, die ich da noch hatte. Aber da kommt schon ein neuer Schwarm. Gucken wir mal, ob wir den noch runtercallen können. Aber die jetzt hier vorne kommen jetzt natürlich. Ja, die 8,4er. Ja, okay, die kommen runter. Dann guck ich mal lieber, ob da noch was dabei ist, auch wenn die anderen jetzt wahrscheinlich fliehen. Ja, und die fliehen dann wahrscheinlich direkt mit. Eine 8,3 ist dabei, eine 8,6 ist dabei. Die scheint etwas besser zu sein. Ja, und die fliehen direkt weiter. Mist, Mist. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier die 8,3er war. Ne, das war sie nicht. Ja, schade, da habe ich zu sehr auf die 9er gehofft. Ich hätte vielleicht eine von den 8ern schießen sollen. Da kommen noch zwei geflogen, aber jetzt ziehen sie auch wieder weg. Ah, ich krieg die so schnell leider nicht gespottet. Ah, sieht so aus, als wenn die landen würden. Tatsächlich, also das waren noch Nachzügler, glaube ich, von dem Schwarm gerade. 7,3. Da fliegen zwei weg. Welche das waren, weiß ich nicht. Waren das jetzt die von da hinten irgendwo? Dachte eigentlich, da hinten sind noch da. Ganz hinten ist noch eine. Aber die ist wahrscheinlich zu weit weg, um die jetzt zu spotten. Und die hier vorne ist mir zu klein. Und andere sehe ich gerade nicht. Dann kommt noch ein Schwarm. Versuchen wir nochmal das Glück, um den runterzubekommen. Aber die scheinen mir etwas zu weit weg zu sein. Manchmal kommen die, aber ich habe da eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, wenn die zu weit entfernt sind. Ja, und hier vorne ist jetzt natürlich auch wieder so nah, dass sie gleich wahrscheinlich flüchten wird. Da hinten ziehen noch zwei Gänse. Ja, gerade war meine Zeit lang richtig ruhig hier. Da kam nichts und dann auf einmal kamen sie. Jetzt welche rausgesch. Oh, die kommen alle tatsächlich. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie hier doch noch mal umgedreht haben. Eine 5,2er ist dabei. Die anderen konnte ich leider nicht spotten. Dann lassen wir sie erstmal landen hier. Und gucken mal, was dabei ist. Um. 5,2, das war die andere auch. Vielleicht war die das sogar, weiß ich nicht. 5,5. Alles eher die kleineren. 7,7. Habe ich immer nur das Maximalgewicht an, was sie hier angezeigt bekommen. Auch noch eine kleinere mit 5,5. Und 5,2. Ja, stehen hinten noch zwei. Gucken wir uns die mal eben noch schnell an, falls wir dazu kommen. 8,2. Ja, die soll ich vielleicht schießen. Weil die jetzt schon dass hier ziemlich nah rankommt. Gucken, was die noch zu bieten hat. Ja, die kriege ich nicht drauf.
Da hinten, die ist das jetzt die, die da vorne war, weiß ich nicht. Aber die da hinten müsste ich doch jetzt eigentlich drauf kriegen, wenn die da einen Berg hochgeht. Ich glaube, gerade war das Gras ein bisschen im Weg. Ja, jetzt klappt's. 7,3. Na gut. Das ist mir zu klein, also werde ich die jetzt hier mal rausnehmen. So, flieg weg. Und die haben wir. Da hinten ist der nächste Schwarm, aber ich glaube, den kriegen wir nicht. Der ist nämlich doch ein Ticken zu weit weg. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, was die Gans hier zu bieten hat. 8,2 war jetzt wahrscheinlich etwas zu klein. Habe ich fast die Befürchtung. Vielleicht hätte ich es einfach ziehen lassen sollen. Aber gucken wir erstmal, bevor wir vorher schon in die Depri-Phase verfallen. Ja, 6,0. Das war natürlich absoluter Bullshit, was ich jetzt gemacht habe. Ja, okay. Hammer. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Verziehen wir uns erstmal wieder in unser Zelt. Ich höre schon wieder welche. Na, hier oben ziehen noch welche. Ich glaube, das sind noch welche von gerade, die gerade geflohen sind. Ja, da werden wahrscheinlich irgendwelche anderen Gänse höher bewertet worden, aber jetzt haben wir die halt und müssen damit leben. Nächstes Mal ist es vielleicht doch dann die 8,2 und nicht die untere Grenze, ist halt immer ein bisschen ungenau. Viel mehr Glück. Aber zwei fehlen uns noch und wenn die hier anmarschieren, dann seid ihr natürlich wieder dabei. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Hier kommt noch ein paar Gänse angeflattert. 2, 4, 6 an der Zahl. Gucken wir mal, dass wir die noch zur Landung bewegen können und dass eine hoffentlich dicke Gans dabei ist. Ehrlich gesagt habe ich jetzt ein bisschen Angst, so 8,3er Gänse zu schießen. Weil das natürlich wieder nach hinten losgehen kann. Aber wir spotten erstmal und gucken, was dabei ist und entscheiden dann, was wir damit machen. Das ist eine 7,7er, die schießen wir mit Sicherheit nicht. Auch wenn 7,7 mit Sicherheit besser ist als 6, wie wir gerade hatten. Aber wir gehen mal vom Worst Case aus. Also die brauchen wir schon mal in nicht. Dann gucken wir, was da hinten noch rumläuft unter den Gänsen. 5,5 ist uns auch zu klein. Die hat 6,4. Eine mit 6,7 und die letzte Hoffnung ist da hinten. Und eine 5,9. Also an dem Schwarm leider keine brauchbare dabei. Die dickste mit 7,7. Die werde ich nicht schießen. Da ist mir das Risiko zu hoch. Also werden die gleich wahrscheinlich fliehen. Und ich hole euch beim nächsten Schwarm wieder dazu. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Zwei Gänse im Anflug. Die anderen habe ich kurz vorher noch ins Boxhorn gejagt. Die habe ich schön weggeschickt. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch eine dabei ist. Jetzt landen die natürlich hier am. Okay, die landen etwas näher. Gucken wir uns erstmal die da hinten an. Wenn das hier, ja, jetzt sollten wir die ins Visier kriegen, auch wenn das Gras ein bisschen im Weg ist. Ja, das klappt. Die hat 7,3 und ich höre noch andere Gänse. Ja, da kommt noch ein kleiner Schwarm angeflogen. Gucken wir mal, ob wir die noch dazu holen können. Zwei Stück brauchen wir ja noch und die eine ist auf jeden Fall zu klein. Die wollen wohl nicht. Kommt. Eigentlich fliegen die direkt über uns drüber und sollten kommen.
Aber es klappt eben nicht immer. Ja, schade. Vielleicht springen sie gleich doch raus. Aber ich werde jetzt mir die ganze Sack angucken gehen, ob die vielleicht brauchbar ist. Na, sieht nicht so aus, als wenn ich sie reinbekomme. Vielleicht jetzt, wenn sie sich bewegt. Nee. Ja gut, dann werde ich sie mal ranlocken. Hoffe, dass das klappt und die angedackelt kommen. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr, die ist irgendwo dahinter. Ja, die sind ein bisschen langsam, das kann auch ein bisschen dauern. Also mache ich hier nochmal einen Cut. Und wenn sie dann näher zu mir hingekommen ist und ich die spotten kann, beziehungsweise ich werde sie vielleicht erst spotten und wenn sie groß genug ist, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Und hier ist ein Männchen gelandet mit 9 Kilo. Das werde ich jetzt einfach mal erlegen. Das hat gesessen. Ich hatte noch ein paar andere hier. Allerdings alles nur kleine. Deshalb habe ich gedacht, ich hole euch erst dazu, wenn ich wirklich wieder eine schießen möchte. Ja, da hinten ist noch ein Schwarm. Aber den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich werde jetzt erstmal den ganz hier einsammeln und gucke ich mal. Ah, da kommt noch ein großer Schwarm. Schnell holen. Ja, auch nur 6,9. Schade, schade. Obwohl es ein 9er Männchen war. Aber kann er nicht immer klappen. Ich guck mal, ob ich den Schwarm hier noch runterkriege. Wahrscheinlich habe ich jetzt so. Na doch, da kommen noch welche. Dann lasse ich euch noch drauf. Guck mir die Gänse hier mal an. 2, 4, 6 nochmal. Ja, jetzt haben uns die letzten beiden natürlich ordentlich was gekostet mit 6 und 6,9. Also leider nicht immer darauf verlassen, wenn da tatsächlich die 9 Kilo angezeigt werden. Ja, jetzt kommen die anderen da hinten auch noch. Ja, super, da hinten kommt auch noch ein Schwarm. Ja, ich werde aber ja schon mal anfangen hier zu spotten, denke ich. Gucken, was wir dabei haben. 8,4. Ja, schon mal nicht so schlecht. Aber ein Weibchen. Ich weiß gar nicht, ob die Weibchen auch so schwer werden können. Eine ganz viel uns auf jeden Fall noch. Das sind 7,3 Männchen. Das 7,5 Männchen. Jetzt landen die anderen hier genau zwischen. Hoffen wir, dass hier keine im gleich flieht und die alle wieder weg sind. Aber jetzt auch keine größere dabei im Moment. Außer die 8-4er, glaube ich. Gucken, was die hier zu bieten hat. 7,9. Ah, jetzt landen hier noch mehr. 6,3 Männchen, die wollen wir auch nicht. Vier, da hinten ist jetzt alles voll mit Gänsen. Aber die sind wahrscheinlich eh zu weit, um die zu spotten. 5,2. Kriegen wir die noch drauf? Nee, ich glaube nicht. Die vielleicht. Sieht doch, kriegen wir 7,7 Männchen. Die jetzt vielleicht auch, wenn sie sich bewegt. Ja, 7,1 Männchen, auch ein eher kleineres.
Was hat die hier zu bieten? Als fliehen sie natürlich. Ja, 6,9. Okay. Ja, die machen Abgang. Ich guck mal, ob da hinten gleich noch was bei ist. Wenn ja, dann hole ich euch wieder dazu. Wenn nicht, seid ihr auf jeden Fall beim letzten Abschuss noch dabei, der fehlt. Und dann sage ich erstmal, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Das Männchen läuft direkt auf mich zu. Bis 8,7 Kilo wurde es mir angezeigt. Ich guck mal, was es so tatsächlich hat. Ah. Und da haben wir es erlegt und es hat jetzt dann doch nur 8 Kilo gehabt. Okay, vielleicht habe ich gerade geschlafen oder ich habe sonst was gesehen. Naja, wenn es 8 Kilo hat, sind wir auch froh. Aber wahrscheinlich wird uns das jetzt sowieso das Genick brechen. Die vorigen beiden waren schon etwas zu klein. Na, wo ist sie hin? Da. Guck mal, was der hier noch auf die Waage bringt. 6,5. Ja. Leider nix. Und eigentlich sollte jetzt die Anzeige kommen, welche Position wir haben. Aber die kommt nicht. Alles klar. Dann werde ich mal rausfinden, woran es liegt. Vielleicht wurde einen davon doch als Bodentreffer gewertet. Was anderes wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber das werde ich mir jetzt angucken gehen. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu, sobald ich mehr weiß. Vielleicht fehlt uns noch eine, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, warum die eine ganz nicht gezählt hat. Oder ob ich vielleicht sechs schießen muss oder so. Keine Ahnung. Ich habe gerade noch eine geschossen. Dann wurde das Ergebnis angezeigt. Auf der letzten Jagd wurden mir fünf Gänse angezeigt, die in der Luft geschossen wurden. Die haben leider nicht dazu gezählt. Beziehungsweise die haben gezählt, aber warum die fünf nicht gereicht haben, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist mein Endergebnis 7,059. Und aktuell belege ich damit den zweiten Platz. Knapp hinter dem ersten, der liegt bei 7,18 irgendwas. Also gucken wir mal, wo wir damit am Ende landen. Es sind natürlich jetzt noch ein paar Tage Zeit. Wenn das Video veröffentlicht wird, dann ist, glaube ich, der letzte Tag der Competition. Heute ist der erste, beziehungsweise mit einem Blick auf die Uhr schon der zweite. Ja, gucken wir mal, wo wir am Ende damit landen. Die letzte Gans, die ich jetzt noch geschossen habe, war eine 7,6er. Also nicht so schlecht. Ich habe einfach die erstbeste genommen, die kam und war tatsächlich eine halbwegs gute. Also Ergebnis über 7 ist, denke ich, nicht so schlecht. Und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken beziehungsweise beten. Also, leider ist die Folge jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Das Spotten hat etwas länger gedauert bei den ganzen Gänsen. Das hätte ich vielleicht nicht immer in Aufnahme haben sollen. Aber so konntet ihr auch mal meine Technik sehen, wie ich die Competition angegangen bin, wie ich es versucht habe, die schwersten Gänse rauszupicken, ohne auf gut Glück die Erstbesten zu schießen, die einfach angeflogen kommen. Vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszusehen und seine Taktiken anzupassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es etwas länger geraten ist. Und wie gesagt, wenn ihr Rentiere nochmal sehen wollt, schreibt's mir. Ansonsten werde ich jetzt erstmal ein paar Competitions machen, denke ich, wenn keine anderen Wünsche kommen. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.